So, zurück auf dem Weg. Nach einer guten Nacht und einem kleinen Frühstück mit Kaffee geht's wieder los. Es ist nicht ganz so nebelig wie gestern, aber ein paar einzelne Regentropfen fallen schon wieder. Heute geht es 33 Kilometer und dann sind es noch ziemlich genau 100 Kilometer bis Santiago. Wir waren wieder unter den letzten, die aufgebrochen sind. Um kurz nach 8. Ich hoffe, es bleibt einigermaßen trocken heute. Aber selbst wenn nicht, wir kriegen das schon irgendwie hin. Entspannt, geht wieder großartig hoch noch runter, größtenteils durch Wälder und an Feldern vorbei, ganz kleine Dörfer so wie hier. Also ist echt auch vom Wetter her bewölkt, aber richtig angenehm zu laufen. So das Gefühl, dass der Weg irgendwie richtig an einem vorbeifliegt gerade. Stärkung mit Bocadillo, Espresso und Fanta geht's weiter. Auf die letzten 7 bis 8 Kilometer bis zur Unterkunft. Ziemlich viele Leute noch unterwegs. Ich habe es gerade in der Bar gesehen. Und alle haben das gleiche Ziel heute. Bar Monde. Aber über 90 Betten. Das sollte doch klar gehen, oder? Und anscheinend geht es morgen dann ins Kloster. 35 Kilometer. Auch über 90 Betten. Ich denke, wir sind auf einem guten Weg.
und wir starten aus Bamonde auf die letzten 100 Kilometer. Der Countdown beginnt. Wahrscheinlich noch 3 Tage bis Santiago. Nacht war gut. Ich hatte eben noch in der Bar einen Espresso gegönnt. John ist schon vorgelaufen. Und jetzt geht's los im leichten Nieselregen. Und ja, zum Ende der Dämmerung hin. Buen Camino. Hinten im Zelt sitzt einfach ein Franzose, den ich kenne, mitten am Fluss. Ich wollte eigentlich die Brücke gerade aufnehmen. Aber jetzt begrüßen wir erstmal Cedric. Ja? Endlich weg von der Straße und wieder rein in die Natur, weil gerade ging es nur an der Straße lang. Geht es einfach nur an der Straße lang, schon seit einigen Kilometern. Relativ langweilig, aber es sind noch mehr Kilometer, die wir an der Straße lang laufen. Ich habe auf der Karte geschaut. Naja, ich hoffe, bald biegen wir irgendwo mal ab. Wenigstens gab es gerade an der Seite ordentlich Brombeeren. Da habe ich mir einen kleinen Snack gegönnt. Ansonsten gibt es hier nämlich relativ wenig zu sehen gerade. Unspektakulär. Endlich wieder ein bisschen Wald, ey. So viel Straße heute. Aber jetzt für die letzten paar Kilometer wenigstens noch ein bisschen Natur hier. Auf dem Camino del Norte. Wir haben jetzt für morgen auch schon reserviert. Heute geht es ja ins Kloster. Da sollte es mit über 90 Betten genug Plätze geben. Aber für morgen, denn da geht unser Weg mit dem Camino Frances zusammen und entsprechend werden viele neue Pilger
dazu stoßen. Oder wir sind die neuen Pilger, je nachdem wie man sieht. Und da haben wir in einer Herberge, die erste, die wir angerufen haben, die war schon komplett ausgebucht für morgen. Die zweite hatte noch genau 2 Betten frei. Und vielleicht werden wir sogar schon für Santiago nachher reinschauen. Denn in Santiagos Jugendtag, das sind irgendwie 12.000 Jugendliche rund um die Kathedrale. Da wird auch viel ausgebucht sein. Ein bisschen erschwerte Bedingungen, also zusätzlich zu den ohnehin schon vielen Pilgern. Hoffen wir mal, dass das klappt. Aber jetzt erstmal mit Vogelgezwitscher in den Wald. Es geht wieder los, nachdem wir so vor einer Viertelstunde im Kloster aufgebrochen sind, geht es jetzt wieder auf die Reise durch Galizien auf dem Camino del Norte, der jetzt aber bald zum Camino Frances gehört und geht direkt so weiter mit Straßen. Gerade eben sind mal kurz 12 Fahrräder oder so vorbeigeflitzt. Die Pilgerzahlen, die Pilgerscharen, sie mehren sich. Im Buen Camino und bis später nach der Nacht im Kloster. Immer weiter. Gerade eben konnten wir wieder auswählen, ob wir 40 Kilometer bis Santiago haben oder 48, aber wir mussten jetzt die lange Strecke nehmen, da wir sonst nicht an unserer Unterkunft in Salcedo vorbeikommen. Aber auf dem Camino del Norte gab es einfach so viele Auswahlmöglichkeiten. Ich glaube, die Varianten und die Differenzen an Kilometern, die man hier schaffen kann, ich glaube, da können teilweise hunderte Kilometer dazwischen liegen, je nachdem, welche man eben jeweils wählt. Gefühlt jeden Tag eine Auswahlmöglichkeit und Varianten. Arzua! Jetzt wird's ernst. Mal gucken, wie viele Pilger auf uns warten. Chong läuft schon irgendwo da vorne, obwohl das gar nicht der Weg ist. Aber er will ein Bild an der Herberge machen, in der wir bei unserem Wintercamino 2019-2020 übernachtet haben, weil das war hier wohl in Arzua. Mal gucken, wo er ist. So, also Leute, Arzua war die Hölle los. Wir sind durchgelaufen und haben auch in einer Bar kurz was getrunken und gegessen. Aber es waren so viele Leute, einfach unglaublich. Und 80% mit so Mini-Rucksäcken. Also wahrscheinlich die letzten 100 Kilometer. Krass, richtige Menschenmengen dort. Zum Glück jetzt hier wieder ruhig. Ich denke mal, ein Großteil bleibt auch in Arzua. Ich hoffe zwei Dinge. Zum einen, dass es einigermaßen ruhig bleibt auf dem Weg. Und zum anderen, dass das, was Chong und ich an unserem Bocadillo-Brötchen gefunden haben, kein Schimmel war. Weil auf Scheißerei haben wir keinen Bock jetzt. War das erste Brötchen, das ich nur halb gegessen habe. Aber die Chorizo und den Käse, den habe ich trotzdem runtergefuttert. Eieieiei. So, ich habe in den letzten 10 Minuten ungefähr 40 Pilger überholt. Also ungefähr so viel, wie ich normalerweise an einem Tag vielleicht sehe, wenn es hochkommt. Oder gesehen habe auf dem Camino del Norte.
Und vor mir hinter der Kurve sind schon wieder die nächsten Gruppen. Also es ist extrem viel los. Einige strugglen auch und haben Probleme, eine Unterkunft zu finden. Ich habe gerade zwei Deutsche gesehen, die haben auch gemeint, sie haben jetzt gerade eben erst eine Unterkunft erreicht, wo es noch Plätze gibt. Ja, es sind halt für die Unterkünfte zu viele Leute unterwegs, für die Anzahl der offenen Unterkünfte. Trotzdem probieren wir den Weg bis Santiago noch zu genießen. Eigentlich ist es auch ganz angenehm heute, immer wieder hier solche schattigen Wälder. Ist erreicht. Noch ist das Zimmer leer. Wir sind die Ersten, die hier bei 8 Plätzen ihre Betten beziehen. Das wird meins, das wird Johns. Und er ist schon in der Dusche. Muss mal schauen. Da hinten hat es auch noch eine Bar. Jetzt sieht man die? Da hinten ist eine Bar. Können wir noch ein Bierchen trinken. Vorletzter Tag erfolgreich geschafft. Es fehlen noch 27, 28 Kilometer bis morgen. Buen Camino aus Salcedo. Letzter Aufbruch auf dem Weg nach Santiago. 25 Kilometer rum. Und wir haben schon einige Pilger wieder gesehen. Vor uns laufen auch schon wieder einige da vorne. Aber ich denke, das kriegen wir gut rum. Mal gucken, ob es für ein paar Fotos reicht. Am Monte del Gozo, am Berg der Freude, wenn man die Kathedrale zum ersten Mal sieht. Kann sein, dass wir ein bisschen Schlange stehen müssen. Aber ansonsten, glaube ich, ist es ganz gut, oder? Krass. Das ist krass. Das ist krass. Ja, ihr seht, die Deutschstunden schreiten voran. Wenn wir hier fertig sind, kann John nach Deutschland kommen. Buen Camino. Auf dem Monte del Gozo, auf dem Berg der Freude, und irgendwie hat es außer uns, glaube ich, keiner mitbekommen, weil wir sind hier einfach ganz alleine. Ich glaube, alle anderen laufen straight runter nach Santiago. Warum heißt der Berg so und warum steht hier dieses schöne Denkmal? Weil man von hier oben das erste Mal die Turmspitzen der Kathedrale sehen kann. Da unten liegt Santiago und hier ist dieses schöne berühmte Statuengebilde. Ja, und alle anderen laufen dran vorbei. Geil, wir machen ein paar Fotos und dann geht es runter ins Tal. 5 bis 6 Kilometer bis nach unten in Santiago. Monte del Gozo. Guckt euch mal an, wie viele Pilgerherbergen es hier gibt. Ich glaube,
über 150 Betten. Ist einfach ein kleines Dorf. Also wenn man die letzten 5 Kilometer am nächsten Tag zurücklegen will, hat man hier genug Möglichkeiten auf jeden Fall. Ich glaube, es sind sogar mehr als 150. Krass. 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 Haben wir es wieder geschafft hier, hä? Nach Santiago auf dem Camino del Norte in 29 Tagen. Geil. So, und das ist unsere Unterkunft für die nächsten 3 Tage. Küche, Badezimmer. Nächsten 3 Nächte, Entschuldigung, sind ja dann 4 Tage. Moin hier in Santiago. TV? Habe ich was vergessen? He's naked? Don't do that. Chong's bed? Yeah, I have it next to the bar. You can. Yeah. My bed? Er war nicht nackig. Und hier geht's direkt runter nach Santiago. Ja, geil, Leute. Ich sag mal, das war's vom Camino bis Santiago. Und alles, was jetzt danach noch kommt, ist dann der Weg wahrscheinlich Richtung Muxia. Wie wir sehen. Wir wird sehen. Glückwunsch an uns. Haben wir super gemacht hier auf dem Camino del Norte bis Santiago. Krass. Chong ist krass. Krass. Gracias. Hasta luego. Ciao, ciao. Guten Morgen hier vom Platz vor der Kathedrale. Chong ist gerade eben losgelaufen in Richtung Busbahnhof. Sein Flieger geht morgen. Er schläft jetzt noch eine Nacht in Porto, fährt mit dem Bus dahin, dann geht's weiter. Und für mich geht es jetzt weiter auf den Camino in Richtung Muxia. Und vielleicht auch noch Richtung Finisterre, vielleicht auch in der anderen Reihenfolge, ich weiß es noch nicht. Wir müssen mal sehen, wohin der Weg führt. Tschüss Santiago und vielen lieben Dank für den schönen Camino del Norte. Geht relativ viel durch Wälder und so kleine Mini-Dörfer, Siedlungen, Höfe. Bin zwar schon an ein paar Pilgern vorbeigekommen, aber es ist kein Vergleich zu den
letzten Tagen auf dem Camino Francés. Also es ist schon sehr ruhig. Mal gucken, wie es noch so ist, weil ich kann noch nicht einschätzen, ob man reservieren muss oder nicht. Ich habe jetzt auch noch gar nicht geschaut, wie weit ich heute laufe. Einfach mal sehen, wie der Tag sich entwickelt und hoffe, dass es da genug Plätze gibt und dass nicht Millionen Pilger unterwegs sind auf dem Camino nach Finisterre und Moschia. Die ersten zwei Tage läuft der Weg zusammen. Also die ersten zwei Tage geht es da in die gleiche Richtung und dann teilt der Weg sich auf. So nach 60, 70 Kilometer, glaube ich. 60? Ich glaube eher 60. Ziemlich heiß jetzt in der Mittagssonne, geht kaum ein Wind und die Sonne knallt ordentlich. Ist wieder einer der wenigen Tage und einer der Tage seit langem, wo ich mit meinem Wasser fast nicht durchkomme. Ein bisschen habe ich noch, aber sind es auch nur noch wenige Kilometer. Aber heute war echt extrem heiß hier. So, guten Morgen, Freunde. Ihr habt gerade das Zimmer gesehen. Es war natürlich schon leer. Ich bin zum 8 losgelaufen und war natürlich wieder der Letzte. Aber diesmal wirklich der allerletzte in der Unterkunft. Ein Espresso getrunken, aber selbst zu dem Zeitpunkt war nur noch einer da. Waren immer Viererzimmer, war eine entspannte Herberge. Wir waren dort auch schon mal beim Wintercamino 2019/2020, da war der Laden aber zu. Diesmal konnte ich dort schlafen, war ganz nett. Ich bin aber ziemlich platt gerade. Ich glaube, ich habe ein bisschen zu viel Sonne gestern abgekriegt. Deswegen hoffe ich, dass es heute ein bisschen entspannter wird von der Sonne her. 60 Kilometer noch bis Finisterre, glaube ich. Aber bis Moschia sind es ungefähr gleich viel. Deswegen sollte das in zwei Tagen bis zum Ziel machbar sein. Let's go! Vamos! Thank you.
so steil hoch gerade. Aber ich kenne den Weg noch vom letzten Mal, als es nach Finisterre ging. Aber es ist in der Sonne gerade. Brutal. Logo, so, es geht los. Dankeschön. Es geht los auf den letzten Tag, letzte Etappe nach Muschia. Mal gucken, wie viele Leute überhaupt da hingehen. Denn ich glaube, die meisten werden Richtung Finisterre, Richtung Fisterra abbiegen nachher. Ich habe gerade eben noch einen Kaffee. Heute Nacht hat es noch mal kurz geregnet. Und jetzt geht's los. Lasst es uns zu Ende bringen. Buen camino und bis später. Und bereits nach wenigen Kilometern kommt jetzt die Aufteilung. Links nach Fisterra und rechts nach Muschia. 29,6 und 26,5 und wir gehen nach rechts. Vamos! Noch 5 bis 6 Kilometer und ich habe gerade das erste Mal seit Ribadeo, seitdem wir in Galicien sind, wieder das Meer gesehen. Noch ein bisschen verdeckt vom Wald, aber
hier hinter den Bäumen, da müsste es eigentlich sein, aber spätestens in Muschia werden wir es sehen. Ab geht's. Herberge kurz. Dachte, vielleicht wird es ein bisschen knapp mit den Betten, weil es dann nur knapp über 20 gibt. Aber da lagen nur 2 Stück im Bettchen. Deswegen habe ich da jetzt gerade auch nichts geredet in der Herberge. Habe also mein Plätzchen und laufe jetzt mit meinem kleinen Rucksack, mit meinem Mini-Rucksack in Richtung der berühmten Kirche hier von Muschia. Anscheinend soll ja hier auch, wenn ich es richtig verstanden habe, damals das Boot angekommen sein, auf dem Jakobus, der Santiago, beziehungsweise dessen Leichnam drauf war, und das wurde anscheinend hier angespült oder hierher gelenkt. Man weiß es nicht, aber da ist quasi die Verbindung auch nochmal. Ja, also wenn ich mir einen Platz aussuchen müsste, wo ich so mit dem Bootchen hin müsste, wäre das jetzt auch nicht das Schlechteste. Aber jetzt gucken wir mal, wie die Kirche aussieht, und da wird wahrscheinlich auch der 0 Kilometer Stein entsprechend sein. Bis später. Wir sind am Kilometerstein 0 angekommen, hier in Muschia. Neben der Skulptur unten die Kirche, wirklich so direkt auf den Felsen am Meer gebaut. Na, schon krass. Wo der Camino del Norte angefangen hat am Meer, da hört er jetzt für mich auf. Hier in Muschia. Schönes Ende, bestes Wetter. Was soll ich sagen? Mehr als einen Monat unterwegs. Kann es jedem nur empfehlen. Hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Obwohl es zur Haupt-Touri-Zeit auch war. Obwohl es viel Asphalt war. Aber einfach nur geil. Leute, ich verabschiede mich, gönne euch aber noch ein bisschen Meeresrauschen, und wir sehen uns dann bei einem der nächsten Videos wieder. Mal gucken, was es dann gibt, wo wir dann unterwegs sind. Deutschland haben wir durchquert zu Fuß, Spanien haben wir auch durchquert zu Fuß an der Küste, und wir gucken, was als nächstes kommt. Macht's gut, passt auf euch auf. Buen Camino und bis die Tage. Jetzt gibt's noch ein bisschen mehr.